Der Illinalter See. So entspannend. So friedlich. Jorn könnte Stunden hier verbringen. Doch es wird langsam Zeit, dass wir uns aufmachen. Nach Falkenring. Und deswegen wird Jorn diesen Ort der entspannenden, friedlichen Stille verlassen. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Season Unending. Wir begeben uns jetzt auf den Weg nach Falkenring, denn dort wollen wir noch mal ein paar Kleinigkeiten erledigen. Und falls wir auf dem Weg noch auf einige kleine Herausforderungen stoßen, dann umso besser. Ich habe außerdem noch ein paar kleine kosmetische Mods installiert, wie zum Beispiel hier diese Straßentextur, die ist ein bisschen anders. Ganz kleines bisschen. Finde ich, sieht sehr schick aus. Und dann war da noch irgendwie eine kleine Mod, die irgendwas ganz Kleines verändert. Die ich auch nochmal reingesetzt habe. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, welche das war. Ich vergesse sowas einfach immer. Was war denn das? Da vorne. Da sind Banditen, die sich ein kleines Lager aufgeschlagen haben. Die sollten wir noch nicht angreifen. Wer weiß, wie gefährlich die sind. Aber die werden wir uns auch nochmal vornehmen. Irgendwann. Wenn wir ein kleines bisschen stärker geworden sind, wenn wir vor allem auch unsere Gesundheit ordentlich gebufft haben für so einen Kampf. Da gibt es nämlich so ein paar Kleinigkeiten, die man da anstellen kann. Das machen wir allerdings auch erst später. Wir werden jetzt erstmal nach Fargreath gehen. Nach Falkenring. Und ja. Okay, Erfahrungspunkte anzeigen. Ist ausgewählt. Sehr schön. Das machen wir nämlich alles mit der sogenannten Krafttaste. Das ist die, mit der wir schreien können, wenn wir denn, das Dragonborn wären, das Drachenblut. Was wir natürlich jetzt in diesem Playthrough hier nicht sind. Dann hätten wir natürlich auch die Möglichkeit, Schreie zu bekommen. Oder auch mit der wir, die Taste, mit der wir unsere Rassenkräfte einsetzen. Wie zum Beispiel eben, wir sind im Nord, wir haben einen Kampfschrei. Ja, das ist halt diese Taste, mit der machen wir das. So. Naja, es scheint ja hier noch alles friedlich zu sein. Kein Wolf will uns angreifen. Kein Bandit will uns die Kehle aufschneiden.
Das ist doch gut. Was haben wir denn da gehört? Da vorne ist etwas. Ein Feueratronach. Und da ist eine Leiche. Ob wir uns da einmal hinschleichen können? Sie trägt auf jeden Fall ein Amulett. Ein Amulett von Stendar. Oh, das ist doch mal was. Ein Cure Disease, also eine krankheitsheilende Potion. Ein Zaubertrank. Das nehmen wir doch mit. Und der hat auch noch so einen. Das nehmen wir auch mit. Die natürlich auch. Das lassen wir uns nicht entgehen. Eine Fackel kann man immer gebrauchen und. Naja, die, machen wir mal so. Gut, dann sollten wir uns hier aber schnellstmöglich noch verziehen. Nicht, dass hier noch dieser Atronach antanzt und uns an die Gurgel will.
Jetzt wird's aber dunkel hier. Da rüsten wir doch mal die Fackel aus. Ah, sehr schön. Da vorne ist Falkreath. Dann können wir unsere Fackel auch wieder ausmachen. Was haben wir denn alles? Oh, wir haben noch die hier, die können wir doch auch noch verkaufen. Naja, ja, machen wir das erstmal. Verkaufen wir diese eine Potion. Got something for just about everybody in here. Give a holler if you have any questions. Well met. Unlike my brother, I've no dislike of strangers. Met lots of them while I was a Stormcloak. Ich frage mich immer wieder, warum er gerade diesen Satz zu sagen pflegt. Und nicht irgendwas Kürzeres. Aber egal. Oh, a bit of this and a bit of that. So, verkaufen wir den hier? Was? Nur 4 Goldstücke. Naja, vielleicht kann er uns aber den hier verkaufen, ne? Das wäre doch gar nicht mal so schlecht. Ja, den soll er uns mal verkaufen. Und dann... Da haben wir es. So. Genau. Steal anything from my shop and you'll regret it. So, und dann hatten wir doch noch hier dieses eine Rezept. Schlammkrabbenchitin und verkohltes Skeverfell. Das soll also Krankheiten heilen. Naja, okay. Ach, zu blöd, dass wir keine von diesen Zutaten haben. Aber vielleicht können wir ja so eine Potion mal einmal zusammenbrauen. Wenn wir dann mal hier zum Alchemistenhaus gehen. Vielleicht ist diese Potion ja ziemlich wertvoll, wenn wir sie denn zusammenbrauen können.
Someone new? Perhaps someone looking for me to mix something up for them? Take a look. Leider hat sie nicht die Zutaten dafür. Das ist blöd. I'll take my leave then. Das ist wirklich ziemlich blöd. Call upon me if I can be of any service. Nee, dann lassen wir das. ...1274 Punkte haben. Wir mal gucken, vielleicht reicht das aus, um hier irgendwas zu machen. Müssen wir ja mal gucken. Bogenschießen. Lockpicking, Pickpocket. Hatten wir nicht auch noch ein kleines bisschen Hunger? Glaube schon, ja. Dann können wir ja noch einmal diesen einen... dieses eine Level hier nehmen, oder? Irgendwo war doch hier was vermerkt, genau. Alchemie. Das machen wir dann nochmal um einen Punkt höher. Und damit hätten wir das. Naja, gehen wir zunächst einmal ins Inn. Schauen wir mal, was hier geht. Was wir hier machen können. Vielleicht. Die haben hier ja auch ein Alchemielabor. Vielleicht kann die uns ja ein paar Zutaten verkaufen, dass wir uns vielleicht einen Heiltrank oder so brauen können. Die sind ja nicht zu unterschätzen. Welcome to Dead Man's Drink. Drink for the thirsty, food for the hungry. Also wir haben auf jeden Fall schon mal ein bisschen Weizen. Das stellt schon mal ein bisschen Gesundheit wieder her. Hat die denn irgendwas, was eventuell Gesundheit wiederherstellt? Hühnerei. Naja, allzu teuer ist es nicht. Das können wir mal ausprobieren. Und vielleicht einmal einen Knoblauch. Wer weiß. You hear any juicy gossip in town? Be sure to share it with me. Vielleicht bringt das ja was. So, dann müssen wir hier einmal in die dunkle Ecke. Ganz schön duster hier. Look alive, will ya? Yes, Mom. Das hat schon mal nicht funktioniert. Und das auch nicht. Och, das gibt's doch nicht. You want a drink? Was? Nein. You want a drink? Sure, Spoons. Handsome man in fact. Ja, ja. You want a drink? Och, das gibt's doch nicht. Meine Güte. I escaped fighting in Cyrodiil, only to have it track me down again in Skyrim. At some point, we should hire Tekla on here. If she could just spend less time serving Dengir. Hmm.
Na, was? Stimmt, so eine Milch könnten wir mal mitnehmen. Die erhöht uns nämlich unsere Gesundheit. So, und dann nehmen wir nochmal so ein. Und haben wir hier nicht noch irgendwas? Irgendwas Schönes, irgendwas Kleines? Nee. Dann. I'll be right here if you need anything else. Dann nicht. Ah, I wish I could afford to pay you both, Nari. I really do. So, wir gehen jetzt auch einmal zum, wie hieß es noch? Halle der Toten, so hieß es. Und da holen wir uns den Segen des Arkay. So, und wir beeilen uns, wir wollen ja auch nicht allzu nass werden hier. Was für ein Wetter. Dunkel ist es auch noch. So. Setzen wir uns hier nochmal kurz hin. Regenerieren unsere Ausdauer. So. Oh, ein bisschen könnten wir noch was essen. So. Naja, wir können jetzt nicht mehr so viel machen hier. Es ist abends, es regnet, es ist dunkel, es ist nicht so schön hier. Gehen wir mal wieder zurück ins Inn und schlafen uns einmal aus. Vielleicht ist ja morgen das Wetter wieder ein bisschen schöner. Just stoke the fire. Take a seat and get the cold out. Welcome to Dead Man's Drink. Sure thing. It's yours for a day. I'll show you to your room, right this way. Ja. Let me know if there's anything else you need. At some point, we should hire Tekla on here. If she could just spend less time serving Dengir. Ah, I wish I could afford to pay you both, Nari. I really do. So, schlafen wir doch einmal. Schön. Aber es regnet immer noch. Take a look. Oh,
Oder hört es jetzt auf mit dem Regen? You hear any juicy gossip in town? Oh, die könnten wir noch einmal. Be sure to share it with me. Drink for the thirsty, food for the hungry. So, die Flasche hier geben wir noch mal ab. I'll be right here if you need anything else. Tja, das ist nicht das idealste Wetter. Das ist wirklich nicht das schönste Wetter. Aber naja. Oh, wer bist du denn? Greetings, brother. You look weary. I have something to help you relax, if you're interested. Nee. Fight well. Das ist auch schon wieder so einer, der uns was andrehen will, aber das Wetter bessert sich jetzt so ein bisschen. Es hört auf zu regnen und es klart ein wenig auf. Ja. Auch das ist herrlich. Das ist wunderbar. Also Banditen haben sich hier jetzt nicht wieder eingenistet. Das ist doch eigentlich ganz in Ordnung. Ach, ist das herrlich, die Sonne scheint. Und ja, es ist eigentlich relativ hell. Wunderbar. So, durch den Eintopf regenerieren wir auch nochmal ein bisschen unsere Gesundheit. Das ist auch schön. Können wir uns vielleicht nochmal irgendwie auf einen kleinen Kampf einlassen? Vielleicht, wenn wir Glück haben. Wo tauchte der denn bitte schön auf?
So, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dann war doch hier so ein kleiner Tümpel mit Schlammkrabben. Da hören wir sie schon. Ach, da ist eine kleine Schlammkrabbe hier. Aua. So. Na, die haben wir schon mal erwischt. Oh, das ist nicht gut, das ist überhaupt nicht gut. Na, da sollten wir vielleicht noch einmal die hier nehmen. Und dann müssen wir einmal kurz den Wolf mit unserem Dolch angreifen, den wir nämlich erstmal noch schön vergiftet haben. Mit diesem Gesundheitsentzug. So. Hey, jetzt hat uns die Schlammkrabbe hier die Punkte geklaut. Nehmen wir mal unsere stärkere Waffe, den Langbogen. Oh, die macht uns hier noch fertig, wenn die hier... an uns rankommt, dann macht ihr uns kaputt. Ich hab's doch gesagt. Die macht uns kaputt. Ah, das ist blöd. Das ist was zum... Okay. Ich hoffe mal, das ist jetzt kein bleibender Effekt. Das ist ja jetzt mal ein bisschen komisch. Ah. Ah, okay, es hat sich jetzt wieder erholt. Das ist gut. Meine Güte, das war ja eben merkwürdig. Aber wahrscheinlich, weil wir da unter der Wasserfläche lagen irgendwie. No? Unter der Wasseroberfläche. Ja, so ein paar kleine Bugs können sich da auch gerne mal einschleichen, aber es ist irgendwie nie so, als dass die irgendwie hier den Spielstand kaputt machen. So, dann machen wir das noch einmal. Dann laufen wir da noch mal kurz hin. Hoffen wir mal, dass jetzt auch das Wetter ein bisschen besser wird gleich, wenn wir hier hochgelaufen sind. Aber das ist irgendwie ziemlich dunkel hier immer noch. Das ist nicht so ein schönes Wetter, das ist überhaupt nicht schönes Wetter.
So, wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen Ausdauer. So, unsere Fackel haben wir wieder hier in der Hand. Die brauchen wir eher aber nicht. Wir haben hier eine Laterne. Das ist doch auch was Feines. Da hören wir doch schon was. Was geht hier vor sich? Oh. Der Wolf ist tot. Ach, und hier ist die eine kleine Schlammkrabbe. Erwischen wir jetzt noch die hier oder? Oder nicht? Wir machen hier jetzt auf jeden Fall noch einen kleinen Quicksave. Und dann probieren wir es mal. Das sieht gut aus. So. Na also, das hat doch super geklappt. So. Jetzt sind wir aber auch gehörig überladen hier. Das geht gar nicht. Da müssen wir uns jetzt irgendwas einfallen lassen. Wir haben zwei von diesen Knochen. Wir haben jede Menge Zutaten, die sind aber auch gar nicht mal so schwer. Gut, dieses Herz ist ein bisschen schwer. Aber sonst sind die alle relativ leicht. Naja, und wir haben ziemlich viel von diesem Fleisch. Und das. Ich denke mal, die könnten wir verkaufen. Oder nee, die könnten wir irgendwo ablegen, meine ich. Naja, wir können die hier vielleicht drinne ablegen, oder? Obwohl, vielleicht können wir auch noch mal ein bisschen hier von den ganzen Sachen hier bearbeiten. Mal gucken. Genau, wir könnten noch ein paar von denen hier machen.
Oh. Das ist auch was Schönes. So, was haben wir denn hier noch? Eigentlich könnten wir das ja jetzt wieder rausnehmen, obwohl... Oh, was haben die denn noch hier so drinne? Lederstreifen. Die sind schon mal ein bisschen mehr wert. Und die sind leichter. Die nehmen wir doch mal mit. Sind wir mal so frech. Und nehmen die mit. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Hopp. Und hopp. Wir sind jetzt einfach mal so frech und nehmen das mit. Oh Mann. Einmal schön niesen, das musste sein. So, und dann verkaufen wir das alles erstmal, was wir hier zusammengesammelt haben, und so machen wir das erstmal ein bisschen zu Geld. Got something for just about everybody in here. Give a holler if you have any questions. Well met. Unlike my brother, I've no dislike of strangers. Met lots of them while I was a Stormcloak. Da sagt es schon wieder. Oh, a bit of this and a bit of that. So, dann nimm mal die zwei Lederstreifen hier. Oh, jetzt hat er nur noch 1000. Das ist natürlich auch wieder ein bisschen blöd. So, da wir hier natürlich kein Geld verschwenden wollen, kaufen wir uns jetzt noch einmal so eine Potion. So. Wir wollen ja schließlich was haben für unser Geld. Steal anything from my shop and you'll regret it. So, und wir haben natürlich auch noch einen Haufen Zutaten jetzt. Die, ja, werden wir dann mal verarbeiten. Watch it! Oh, nee, nee, das machen wir nicht hier. Das machen wir bei der Alchemistin.
So, schnell einmal hier hinsprinten. Someone new? Perhaps someone looking for me to mix something up for them? Das sieht ein bisschen unheimlich aus, aber es ist einfach nur hier dunkel und ihre Augen glitzern. Sieht ein bisschen unheimlich aus. Muss ich zugeben. Aber egal. So. Oh, noch ein Wolfsherz. Mal gucken, vielleicht können wir da was machen. Ah. Call upon me if I can be of any service. Schlammkrabbenchitin. Da hatten wir das doch in dieser einen. Take a look. Das hatten wir doch in dieser einen, in diesem einen Rezept. Hat sie denn jetzt vielleicht irgendwas? Ich denke nicht. Nee. Nee, hat sie nicht. Das ist blöd. Dann ist auch egal. I'll take my leave then. Oh. So. 1082, naja, das geht ja noch. Welcome to Dead Man's Drink. Let's sate that appetite, hmm? You hear any juicy gossip in town? Be sure to share it with me. Hear any juicy gossip in town? Be sure to share it with me. So. Damit wäre auch schon mal unser Hunger gestillt. Aber ja, die könnten wir eigentlich noch mal verkaufen. Das machen wir noch mal schnell. I escaped fighting in Cyrodiil, only to have it track me down again in Skyrim. Take a look. So. Machen wir mal schnell hier. So, da haben wir sie. So. I'll be right here if you need anything else. Nö, nö, wir brauchen nichts weiteres. So. Wir könnten uns noch mal ein paar kleine Pfeile holen. Müssen auch nicht viele sein. Steel's good, but loyalty's better. I'm loyal to Dengir first and the Empire second.
Looking to protect yourself or deal some damage? So. See me at my forge if you need arms or armor. Das war's auch schon. Und vielleicht, nur vielleicht, können wir uns jetzt die paar Banditen vornehmen, die wir am Anfang noch getroffen haben, an denen wir vorbeigegangen sind. Das wäre ja noch was, wenn wir uns die vornehmen könnten. Und ich denke, das probieren wir einmal. Das ist auch jetzt eigentlich nicht wichtig, ob wir Ausdauer verbrauchen. Wir haben eigentlich genug Tränke da. Auch die Ausdauer wiederherstellen. Und vor allem haben wir noch Gifte. Mit denen wir den Ausdauerverlust, also den Schadensverlust durch unsere fehlende Ausdauer, ja, mehr als wettmachen. Da sind wir eigentlich jetzt ziemlich gut ausgestattet. Dazu haben wir noch ein Fläschchen Milch, was nochmal kurzzeitig unsere Gesundheit hochbufft. Ist also alles super. So, dann müssen wir hier nochmal vorsichtig sein. Nicht, dass hier irgendwie wieder was auf uns lauert. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, hier ist alles in Ordnung. Und hiermit kommt unsere Aufnahme zu einem abrupten Ende. Das ist allerdings nicht allzu tragisch, denn wir werden hier einfach in der nächsten Folge dann weitermachen. Ich habe das jetzt nicht alles nochmal neu aufgenommen, weil es hat gerade sowas von gut geklappt. Außerdem, naja, wenn ich die dann schon so lange aufnehme und es war ja nun schon fast eine ganze Stunde, die ich hier aufgenommen habe, dann geht einem doch irgendwie die Muße verloren, da noch einmal alles erneut zu machen. Und deswegen, wir lassen das jetzt erstmal so und machen einfach in der nächsten Folge da weiter, wo wir jetzt zwangsmäßig aufhören mussten. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder, wenn wir Season Unending spielen und die Banditen angreifen. Ich sage tschüss und bis dann.